Guten Abend. Heute keine Scherze und keine Witze, weil die Lage ist viel zu ernst. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte neulich zwei Experten dort sitzen, die berichtet haben, und da bin ich echt schockiert drüber, dass der NABU und der BUND systematisch Tiere quälen, aufs Übelste, diese Tiere illegal verkaufen und in alle Welt verschiffen unter unwürdigen Bedingungen. Wie, ihr habt davon nichts gehört? Ach so, ja, liegt vielleicht daran, dass es nicht der NABU oder der BUND waren. Es waren mal wieder die bösen Bauern. Zieht euch das mal rein. Rudi Völler ist schon eingeschlafen. Nicht nur, dass die Kuh leidet, weil ihr das Kalb weggenommen wird und brüllt. Was passiert mit den Kälbern? Und da weiß ich wiederum Bescheid. Aha. Die werden ja alle umgebracht. Ja. Sie werden in Container geschmissen. Dann sind es mehrere Schichten und die unteren sterben dann, indem sie ersticken. Ich bin froh, dass du das erzählst, gell? Ja, ich auch. Es ist ja, das muss man wissen, diese Industrie. Wenn man es nicht findet, muss man das wissen. Ja, wie entsteht man? Und wenn man Vitellotonato isst, muss man das auch wissen. Ja. Und wenn man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, kann man nicht so viel Scheiße erzählen, Frau Rakas. Dann ist man ein bisschen unglaubwürdig. Aber was hat das für Folgen? Die Folgen aus diesem ganzen Bullshit, der erzählt wird, könnte man einfach abtun und sagen, komm, ist egal. Aber dass wir als Landwirte da erstmal in ein Licht gestellt werden, was eine Frechheit ist ohne Ende, und vor allem, dass unsere Familien darunter leiden, unsere Kinder darunter leiden und dann Menschen sich erhängen. Erhängen, weil sie diesen Schwachsinn nicht mehr ertragen, weil sie zugrunde gerichtet werden durch schwachsinnige Politik. Und die Folgen daraus, die müsst ihr Bürger da draußen wissen. Die Folgen daraus sind ja, lasst uns mal gucken, was ich hier aufgemacht habe. Und zwar geht es dann, lass mal gleich weiterlesen. Und zwar schauen wir mal hier, Antibiotika-Einsatz. Das ist, was Hannes Jenecke auch gesagt hat. Da werden Antibiotika eingesetzt. Antibiotika-Reserven, die normalerweise nur für Todkranke sind. Was redet dieser Mensch von Schwachsinn? Wir sind. Seit 10 Jahren haben sich unser Einsatz von Antibiotika halbiert. Sollen wir den Tieren nicht mehr helfen? Wenn eure Katze, euer Hund krank ist und ihr geht zum Tierarzt und der kriegt ein Medikament und notfalls auch ein Antibiotikum, was ist denn dann? Verklagt ihr den Tierarzt dann? Nee, macht ihr nicht. Wo passiert denn das? In der Humanmedizin. Deswegen haben wir Resistenzen, weil unser Krankenhausmanagement, als anders als in Holland zum Beispiel, einfach scheiße ist. Das will aber keiner hören. So, und die Folgen aus dieser ganzen Politik, die wir hier haben, ich kann es euch aufzählen, wo ihr wollt. Hier, schaut mal hier. Chemikalien festgestellt auf Sesam aus der Türkei, außerhalb der EU. Vegane Wurst im Test, 12 von 18 fallen durch. So, lassen wir weitermachen. 26-stöckige chinesische Schweinehochhäuser, weil hier 2000 Mastbetriebe in einem Jahr weg sind in Deutschland. Weg. So, und wo kommt es dann her? Alles wird eins zu eins durchgetauscht, wenn wir die regionalen Bauern hier nicht mehr haben, regional vermarkten können. Ist ja alles angeblich gewollt. Komischerweise sterben die kleinen Bauern wie die Fliegen, weil wir halt so ein Bullshit verzapfen, so ein Quatsch. Oder schaut doch mal hier. USDA, das ist übrigens in USA, diejenigen, die so die Ernteabschätzung machen und sowas. Deutliche Verknappung von Zucker am Weltmarkt. Ich bin selbst Zuckerrübenanbauer. Wir haben völlig verzerrten Wettbewerb innerhalb der EU. Und wo kommt der her? Hier aus Rohrzucker, aus Bau. Das ist übrigens Monokultur. Nur mal so als Info. Das ist echte Monokultur. Und wir sehen es ja, wie man Politik machen kann. In Holland, ne? 3000 Landwirte haben plötzlich illegale Ställe, weil man über Nacht die Gesetzeslage verändert hat. Und der Umbau ist gar nicht bezahlbar, weil es gibt keine Genehmigung. Und wenn, sind sie so teuer, dass sie gleich pleite sind mit den Geldstrafen. So kann man auch Politik machen. Also uns hier abschaffen, um es woanders auf der Welt einzukaufen, wo es vollkommen Schwanzos Longus ist, welche Kriterien, Umwelt, Sozialstandards es dort gibt. Interessiert es doch gar nicht. Und schaut euch mal hier eins noch an. Ich als Ackerbauer, hier, das ist unser Weizenverbrauch in den letzten 3 Jahren. Wir verbrauchen gerade mehr, als wir tatsächlich physisch haben. Und wer deckt sich ein? Richtig, der Chinamann deckt sich gerade ganz fett damit ein. Also China first. Stell dir mal vor, du sagst Europa oder Germany first. Oh, das darf man gar nicht sagen. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wo ist es hier? Es kann nur noch besser werden. Fürti. Kurzer Nachtrag, der zur Ehrlichkeit auch dazugehört. Folgendes Video. Vor allem im Nahen Osten, wie hier im Libanon, werden die Tiere beim Entladen oft grausam misshandelt, wie diese Filmaufnahmen der Tierschutzorganisation Animals International zeigen. In diesen Ländern werden die Tiere aus religiösen Gründen geschächtet, also ohne Betäubung geschlachtet. Die Bilder, die vor kurzem auch in einer ZDF-Dokumentation zu sehen waren, sorgen bei Landwirten und Viehhändlern für Entsetzen.
wie hier am Kälbermarkt in Buchloe. Ich finde es widerlich, was da mit den vielen gemacht wird. Ja, weil wir Landwirte nun mal nicht die Tierquäler sind, für die wir hier suggeriert werden. Und das ist einfach die Unverschämtheit. Dass es woanders auf der Welt anders zugeht, dass da diese Standards nicht gelten, das sagen wir jeden Tag. Und deswegen wollen wir auch die Regionalität. Deswegen brauchen wir auch die Schlachtbetriebe und nicht die großen, wenigen, die es noch gibt. Deswegen ist auch gut so, dass es Gesetze gibt, dass die Transportwege immer kürzer werden. Alles in Ordnung. Aber wie soll das gehen ohne Regionalität? Wie wollen wir Zugriff auf Tierwohl haben und auf Standards haben, wenn wir alles outsourcen? Herr Jennecke.